Okay, Leute, erster Einschub. Und zwar möchte ich euch hier in einem der Korridore, in der wir jetzt sind, mal dieses Viech zeigen, was ich mir fangen möchte. Und zwar ist das Baubuck. Ja, Baubuck ist eines meiner allerliebsten Lieblingsviecher, weil das Viech einfach total cool ist. Ja, ich zeige euch gleich noch mal eben das Team, was ich zusammengestellt habe. Ich möchte jetzt auf jeden Fall Baubuck einmal catchen, weil Baubuck einfach cool ist. Gegen Baubuck kann man nichts sagen und alle, die gegen was gegen Baubuck sagen, die haben ich keine Ahnung. Autsch. Uncool. So, Baubuck, komm mal her, ich will dich fangen. Baubuck ist wirklich eins von den Viechern, da schneide ich euch echt rein. Denn Baubuck, dieses chamäleonartige Viech mit diesen kleinen Flügelchen, ist eins von drei Baubuck-Wesen, sag ich mal. Es gibt ja, glaube ich, noch das Erdviech Graydon. Und dann, ich glaube, das Wasserviech. So. Wir sehen schon, so ein bisschen hat sich hier verändert. Wir sind in Korridor 29 mittlerweile. Ich habe schon 6 Leuchtkäfer. Yates, das ist die Feuerspinne. Patawasp ist halt Skawasp als Feuer. Ozai ist, glaube ich, genau, das war das Wasser. Pendant zu Yates. Also haben wir die Spinnen komplett da. Mit Ayola ist, glaube ich, Erde gewesen und Nevan war Wind. Patagor war, ich sag mal, die erste, das Monster oder der erste Diener der Traumgestalt. Das war dieser große Drache. Das ist Patagor. Nur ein bisschen heller. It ist mein Swaff, nur als Wasserviech. Und Baubuck halt haben wir gerade gesehen. Nevan. Nevan ist übrigens, das kann ich euch mal eben zeigen, hier in diesem kleinen Areal. Da haben wir wieder Baubucks. Sehr schön. Machen wir wie vorhin auch. Die kommen ja relativ gut durch. Ich habe noch keine Heilung für Duran verbrauchen müssen. Noch nicht. Ich mache aber hier mal immer. Ich arbeite immer ganz viel mit den Safe States. Ich mache hier auch mal einen Safe State zwischendrin. Falls mich Gegner mit irgendwelchen Attacken überraschen, kann ich den laden und dann fliehen oder sowas. Okay, er verstärkt erstmal das Feuer. Und Schwertz, jawoll. Okay. Meine Angriffe machen nicht allzu viel Schaden. Du hältst das gut aus. Und jetzt rufen wir einfach mal. Ich möchte euch einfach mal. Es ist zwar, es hat jetzt einen Fehler. Ah, wir sind aber auf jeden Fall 3 Stufen höher. Nevan ist halt Wind. Ja, ich hole mal Nevan rein, oder? Aber Nevan kann keinen Massenangriff. Ich werde mit Apatron erstmal vorschwächen und Nevan als letztes reinholen. Ja. Ja, ich will jetzt kein Risiko eingehen bei Nevan. Übrigens heute, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ging mein... Ja, ich weiß, aber mein Apatron sieht ziemlich beschissen aus, aber egal. Es erfüllt seinen Zweck. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ging heute mein 1500. Video online. Und das ist One Piece Baseball gewesen. 1501 war übrigens dann auch Yannick Kuhn, der zweite Part, den ihr an dem Tag sehen konntet. So, jetzt wechseln wir mal auf Nevan. Nevan, ein absoluter Traumviech. Und zwar, da sehen wir es. Die kleine Spinne. Und zwar diese Spinne mit Madre gekreuzt, um hier wirklich viele drei Windangriffe zu bekommen. Präzision, Normal und halt Kraft. Magie, Azlam, schlafen lassen und Wind verstärken. Und jemand ist einfach schon 29 und sowas von schön gewachsen. Und hat natürlich das Klargasfell gekriegt. Ich liebe dieses Nevan mit Klargasfell, das sieht so geil aus. Auch Speziallikör. Apatron hat Level 30 erreicht, sehr schön. Ah, der kriegt echt. Also, Angriff ist Apatron echt gut. Tempo müsste noch ein bisschen steigen, aber gut. Okay. Ich glaube, das reicht als kleine Einführung. Wir sind in Korridor 29, also überhaupt noch gar nicht weit. Aber wie gesagt, ich erwarte mir eine große Anzahl an Korridoren hier. Ich wollte euch nur zumal hier einmal reinschalten, weil es halt Baubuck gab. Und ich habe euch gleich die Möglichkeit genutzt, euch mal eben mein Team zu zeigen. Und jetzt kommt wieder ein kleiner Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn es wieder was Interessantes gibt. Übrigens tauchen die Bosse jetzt immer momentan zu dritt auf.
Und alle kann ich besiegen, bis auf Kolna. Vor Kolna hau ich halt ab, weil da mache ich auch ein Safe State vorher und versuche immer abzuhauen. Weil ich keine Lust habe, dass der mich mit seinem Atmomanite one-shottet. Aber das alles, ja, beim nächsten Mal dann mehr. Beziehungsweise beim nächsten Mal bis gleich, Leute. Wie wäre das neue kleine Umschwung für euch? Für mich ist es jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. Bis gleich. Ciao, ciao. Ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, zu Jade Cocoon, dem ewigen Korridor. Wir müssen heute mal ein bisschen weiter gucken. Ich habe ja zum Teil davor schon einen kleinen Einschnitt, einen Teil hier vorgerendert, ein bisschen, wo ich euch einiges erzählt habe. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich dachte. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr nachfüllen, hat allerdings nicht funktioniert. Wir sind bei Korridor 59 angekommen. Ja. Oh, und wir müssen einfach mal weiterlaufen. Und jetzt mache ich den Rest des Videos, fülle ich einfach mit dem Laufen. Es wird kein allzu langes Video werden. Oh Gott. Komme ich vorbei, ne? Ja. Ich will einfach nur, dass ihr das Video habt auf am heutigen Tag. Ach du Scheiße. Ja, ich mache das Ganze mit Safe States, wie ich es beim letzten Mal auch gemacht habe, denn das macht es viel einfacher, hier lang zu laufen, denn es geht ja wirklich nur darum, das Ende zu betrachten, wenn es eins gibt. Ich hoffe, es gibt eins. Gott, da geht's noch weiter. Alles klar. Ups, nee, nicht umdrehen. Ist immer ein bisschen schwierig hier. Ah, jetzt kommen die. Ja, mittlerweile sind die Gegner seit, glaube, 10, 15 Ebenen alle Level 26. Ich weiß nicht, ob sich da noch irgendwann was dran verändert. Ich bin mir da. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Und die Gegner hier sind mittlerweile auch, ja, also bei ein paar, bei den Endbossen des jeweiligen Korridors, bei einigen, bei Kolna, bin ich prinzipiell immer am Fliehen, bei Ticker mittlerweile auch. Die anderen kriege ich noch down und ich muss mal gucken, ob ich. Habe ich eigentlich irgendwas gefangen, neu? Ach ja, Mafreit da unten. Das ist ein Madrek als Licht, als Luft einfach. Und Madrek ist eigentlich schon Luft. Deswegen wunderte ich mich so. Ich habe den mal gefangen. Da habe ich natürlich auch mal mitgenommen. Lass mich mal eben gucken. Nee. Wo wird das gezeigt? Wird das hier gezeigt? Nee. Die ganzen Fälle, die ich habe, die kann man leider nicht einsehen. Schade. Es sind einige. Das war der falsche Weg wahrscheinlich. Ja, Mist. Bin ja fast geneigt. Also wenn hier jetzt ein Monster auftaucht, den Safe State zu laden. Ja, alles klar. Dann machen wir F3 einfach. Sind wieder am Anfang des Dungeons. Und gehen einfach mal den linken Weg. Ich weiß, da oben war, oben links war noch ein Weg. Ich hoffe mal, dass der hier jetzt einfach richtig ist. Mit der Hoffnung. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, dieses Video muss ich jetzt leider vor ein paar anderen produzieren, weil ich wirklich, wie gesagt, möchte, dass ihr heute, dass ihr dieses Video auch noch seht. Deswegen ist das alles so ein bisschen. Gott, okay, komme ich da vorbei? Nee. Ist das ein bisschen jetzt alles aus dem Zusammenhang gerissen? Ich hatte die Woche auch kaum Zeit, wirklich intensiv rumzulaufen. Ich habe immer mal nebenbei versucht, ein bisschen was zu machen. Naja, wir gucken mal. Dankeschön. Gott sei Dank sind die Erdviecher alle ziemlich langsam, dass man da auch immer entkommen kann. Dem komme ich vorbei. Oh, das war der richtige Weg. Nice. Jishwu. Können wir vorher einmal safen. Das macht ja den Kohl auch nicht fett. Ich habe gar keinen Sound gehört. Dankeschön. Den Schaden, oder oh, so ein Volltreffer. Den Schaden, den die drücken, das ist halt nicht wirklich hoch. Aber ich musste schon wirklich. Ach, warte, jetzt machen wir Abwehr. Ich musste schon wirklich ein paar Mal heilen. Crit, ein Schaden. Na, das ist Duran. Für die, die gerade erst einschalten und sich wundern, warum hat er so viel Life und ist Fangstufe 64, das habe ich mir ercheatet. Ja, das habe ich mir rausgenommen,
weil ich gesagt habe, Leute, dieser Korridor ist was ganz Besonderes und da möchte ich auch besonders reingehen. So, du bist auch soweit. Ich weiß, der sieht grottenhässlich aus, aber das ist in dem Moment wurscht. Wenn ich aus diesem Korridor jemals rausgehen sollte, werde ich ihn auch wieder merchen. Ich würde jetzt aber nicht mehr rausgehen. Ich bin so weit, da habe ich jetzt auch keine Lust, nochmal rauszugehen aus dem Dungeon. Ein Jichu-Fell. Und wir kriegen auch kaum noch Erfahrung, weil die Viecher natürlich auch alle auf ihrem Level bleiben und nicht wirklich mitsteigen. Okay, Feuer haben wir hier. Ach, Swaff. Okay. Swaff Gabi und Swaff Gabi ist doch der, ich wollte gerade sagen, dieses einäugige Viech. Ja, warum können wir nicht fliehen? Das liegt nur an Gabi. Swaff ist ziemlich lahmarschig, da können wir eigentlich so abhauen. Oh Gott, warte mal. Noch ein Safe. Das war vielleicht dumm, aber egal. Okay, das ist noch nicht so wild. Danke. Ja, es nützt nichts, dass ich gegen die Viecher hier alle kämpfe. Das gibt kaum Erfahrung und kostet mich nur wertvolle Zeit. Oh, noch ein Zwerf. Ah, nochmal die gleiche Combo. Na gut. Nice. Jetzt klappt sofort, ne? Sonst ist es wirklich schwierig, dass du da entkommen kannst und jetzt auf einmal sofort. Jetzt sieht nach einem kurzen Dungeon aus. Ist das auch? Nein, ist er nicht. Okay, aber er ist nicht wirklich. Ja, vielleicht haben wir Glück. Wie gesagt, der erste Schnitt, den ersten Teil dieses Parts, den ich gesehen habe, da habe ich ja Baubach gefangen und ihn auch. Das habe ich euch ja gezeigt. Wie gesagt, ich würde euch auch immer dann dazu schalten, wenn ich auch den anderen oder die anderen davon finde. Da würde ich euch zuschalten oder wirklich ein seltenes Monster, wo ich denke, wow, das hast du dir selber auch noch nicht gesehen. Das glaube ich nicht vollkommen, aber gut. Die Spinnen haben wir ja mittlerweile alle und diese Chamäleons, das ist wirklich noch ein Ziel von mir. Ich hoffe, das schaffe ich auch in diesem Projekt. Oh Gott, jetzt kommen die Dinger auch noch und die sind so schnell. Hikisak. Das Schöne ist auch, wisst ihr, wie die Wasserviecher heißen? Die heißen Amasak. Amasak, 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 prima. Ich muss immer dran denken, wenn ich das sage. Okay, jetzt sind auch die gleichen. Ihr seht, die sind alle 26 mittlerweile. Die Swaff haben ziemlich wenig KP gehabt, aber das Gabi zum Beispiel über 700 war schon krass. So, der nächste. Oh, scheiße, der nächste Boss, der kommt, ist ja Kolner. Okay, dann mach ich hier vorne. Ah, oh, ne, dann mach ich. Obwohl, ich mach hier vorne einen Safe. Da kommt er nämlich jetzt, da kommt Kolner. Und für Kolner bin ich bisher jedes Mal geflohen. Ich werde auch wieder vor ihm fliehen. Weil ich keinen Bock habe auf seine Scheibenkleister-Attacke. Dankeschön. Die mich dann halt one-hitted. Ich kann diese Viecher hier nicht alle auf einmal töten. Und die machen alle ihren Atomumanite-Zauber. Obwohl die Luft sind, können die Feuer. Naja gut. Merging, ne? Oh, Spiral. Scheiße. Das ist der Karma. Das war dumm. So, Karma, diese Anubis-Viecher sind echt schnell. Aber ich bin schneller, Gott sei Dank. Dieses Radbecker, Padbecker, was das war, auch. Das ist auch schnell. Ah, da kommt noch einer. Abhauen hilft nichts. Radbecker ist das. Abhauen hilft nichts, denn die Hitbox von denen ist so bescheiden groß, dass sie mich dann trotzdem erwischen. Und dann im Hinterhalt. Nee. Aber so ist es ganz gut. Dir komme ich. Ah, nein, natürlich, wenn du dich so rumdrehst, komme ich an dir auch nicht vorbei. Rat mal. Die sehen auch aus, ey, mit diesen riesigen Zähnen. Krass. Wollen mir die etwas dickeren mehr gefallen? Die sind irgendwie. Ah, da oben ist noch ein Spiral. Nee, Karma, Entschuldigung. Kamra. Komm ich alle auf Karma hier, meine Güte. Na komm, lass mich abhauen, bitte. Dankeschön. Das macht das Ganze erheblich einfacher.
Mensch, wie lang ist der? Ah, oh, er dreht auch so. Wenn die sich nach links drehen würden, dann müssten die eine größere Runde laufen und dann könnte ich den locker ausweichen. Weil diese Kamera in dem Moment auch nicht so die Stiefschnellsten sind, die am hinterher rennen. Aber so, da ist noch einer. Das ist ein toller Part heute, ne? Es passiert nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, bevor ihr ohne Part da steht, möchte ich euch diesen Part gerne geben. Es ist zwar nicht wirklich viel, was passiert, aber wenigstens habt ihr was. Ich habe ja nicht auf die Uhr geguckt, ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist. Wir nehmen einfach nochmal ein bisschen auf. Gut, da haben wir das Ende erreicht. Siegkanal erwartet uns schon. Ein Dreier-Kombi. Die sind übrigens mittlerweile immer ein Dreier-Kombi. Es gab nicht 2 und 1, da habe ich mich wohl getäuscht. Ich habe früher immer gedacht, die gehen 1, 2, 3 und dann wieder zurück. Also nochmal von vorne in dem Moment. Aber dem ist wohl nicht so. Ja, Abwehr mache ich jetzt ganz einfach, weil ich gleich... Ich könnte auch Swaff mal wieder reinholen. Ich glaube, das machen wir. Ich hole mal Swaff rein. Ja, sieht auch richtig schön aus, ein schöner Tiger, ey. So, der hat leider keinen Multi-Angriff, deswegen mache ich jetzt einen nach dem anderen down. Ihr seht auch schon, Swaff ist auch schon ganz schön groß geworden. Ich weiß gar nicht, wann die steigen. Wann wachsen die nochmal, auf 30 oder auf 32? Oder wachsen die nochmal auf 34? Bin mir gar nicht so sicher, wann genau die wachsen. Ja, ich weiß, meine Diener sehen komisch aus. Tender Iyaku, gut. Brauche ich nicht. Ist noch keiner meiner Diener bisher verreckt. Deswegen ist das eher unnütz. Aber gut, dankeschön. Du haust ab, das ist schon mal gut. Und die sind mittlerweile so groß, dass sie Riesensprünge machen. Und der greift mich an. Terash, Termine und Tragaron. Tragaron müssen wir aufpassen. Tragaron kann, glaube ich, die mächtigsten Zauber jeweils immer ausführen. Oh, das war kurz. Schön. Timaeus. Ich finde auch dieser Timaeus, der sieht echt schön aus. Dieses Blau mit Rot, das ist echt schön gemischt. Man sieht, der Timaeus, mit diesem Angriff hält sich der Timaeus, aber das ist bei Duran egal. So, mal abwehren, damit der nächste Angriff die auch alle killt. Yay, ein KP. Der ganz rechts übrigens hat noch nie hat ein Diener ganz rechts angegriffen. Außer bei Ticker. Doch Ticker wohl. Aber bei Timaeus zum Beispiel nie. Er macht immer nur die Mitte und der Linke. Mehr braucht nicht. Das ist so schön. Diese Massenangriffe, die sind echt herrlich. Weil du dann wirklich alles wegfletscht. Und ein Timaeus-Fell. Gut. Dankeschön, Timaeus. Ich würde sagen, in diesem Part holen wir uns dann auch noch vermutlich Jolga und Klagas nochmal. Och, cool. Wie warst du denn nochmal? Fugger. Ach, Fugger. Ich glaube, die sehen wir auch zum ersten Mal in diesem Let's Play. Cool. Fugger. Was kann Fugger? Ich glaube, Fugger kann Gift. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Müsste Fugger Gift beherrschen. Wer ist der Nächste? Dingo ist auch dabei. Gut. Oh, Leute, wenn du bei manchen Dienern echt überlegst, oh Scheiße, die sind schnell, wenn die dich erwischen, ey. Ja, da komme ich nicht weg, der muss ich angreifen. Pedingo noch ein, okay.
tauchen mittlerweile wirklich alle zu dritt auf. Also es ist selten, dass mal eine Zweiertruppe auftaucht. Es ist eigentlich permanent nur die Dreiergruppe. Ja, der muss ich nichts machen. Der ist zu dick, um auszuweichen. Ach, guck mal, eine Zweiergruppe. Ich glaube, die können. Weiß ich gar nicht, was die können. Stein? Bin mir nicht sicher. Oh, schön, Jolga. Okay, Jolga ist super simpel. Jolga kann ja nur physisch angreifen. Da ist das Ganze relativ simpel. Jetzt müsste die sich verteidigen. Genau, und wir sind wieder dran. Also vom strategischen Punkt her machen die immer das Gleiche. Solch für der in der Mitte greift an und der linke greift auch an. Wetten wir? Siehst du? Kannst die so gut einschätzen mittlerweile, ne? Weil die immer das Gleiche machen. Und weiter geht's, ich bin dran. Ja, ich hole mal einen Revan für euch raus, den haben wir noch gar nicht gesehen. Komm. Ah, ist das schön. Revan ist wirklich toll. Also, da finde ich die Animation auch toll. Den Angriff an sich mit den Beinen. Und wir dann zurückgehen. Pass mal auf. Okay, verteidigt sich. Müsst ihr gleich mal gucken. Das Ding wirklich. Das Zurückgehen ist so gut gemacht. Das finde ich echt toll. Und vor allen Dingen natürlich auch Nevan, unsere Skelettspinne. Ist ja an sich keine Spinne, hat ja keine 8 Beine, aber ihr wisst, was ich meine. Nevan wird ja auch als Spinne deklassiert. Ein Jolga-Fell. Und Stufe 31, cool. 27 HP, 3 Mana. Angriff um. Ah, okay, und Tempo. Also Angriff ist aber gut. Jetzt kommen wir ins letzte Gebiet für heute. Klagas ist hier der Boss. Und oh, schon wieder die. Also, das ist jetzt irgendwie komisch, die wiederholen sich alle. Okay, dann kommt hier noch. Ja, es gibt jetzt auch nicht die Masse an Gegnern, die hier auch auftauchen. Denn, ich meine, es ist in dem Korridor so, dass auch nicht alle Diener auftauchen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass nicht alle auftauchen. Es tauchen auf jeden Fall nicht alle auf. Meine ist es so. Du kannst hier bestimmte Diener fangen, also eine gewisse Anzahl, aber nicht. Ach Mist, nicht alle. Warum kannst du nicht alle fangen? Ich meine es. So Abatron, klar, den kannst du nicht fangen, aber ich glaube, es gibt so eine spezielle Anzahl an Dienern. Weil du einige in der Hauptstory triffst und andere dann halt nicht in dem Moment. Und die du in der Hauptstory triffst, da ist nur ein geringer Teil von, glaube ich, da hier mit in die After Story eingepackt. Meine ich. Ich will jetzt auch nicht hier Geschichten erzählen, aber ich meine, das wäre so. Und bin mir deshalb nicht ganz sicher. Aber wir gucken einfach mal weiter. Ach, komm schon. Lass mich vorbei. Danke. Ja, und wer jetzt meint, du rein, wo ist denn die Sp oh, du Dicker, ach du dickes Ei, wo ist denn die Spannung in diesem Let's Play? Ja gut, dieses Let's Play, diese, ich wollte gerade sagen, es war gar kein Ladebalken, da passiert jetzt was Neues, aber gut. Dieses LP bezieht sich wirklich nur für, das ist jetzt wirklich so mein Beitrag für Jade-Cocoon-Fans. Fans der Serie, die wirklich mit dem ewigen Korridor sich auch auskennen und sich dafür interessieren. Wenn ihr die Story sehen wollt, könnt ihr die auch auf meinem Kanal sehen. Ich bin der Meinung, dass ich das relativ gut gemacht habe, was den Storyverlauf angeht. Ich glaube, ich würde da sogar nochmal ein Replay von machen. Als eines meiner ersten LPs war, was einfach so toll ist. Aber das später. Erstmal würde ich den Korridor beenden, wenn er zu beenden ist. Und sonst wird das ein Let's Play Forever. Freuen sich auch einige. Scheiße. Jetzt haben wir ja noch so einen blöden Weg, ey. Das ist doch nicht wahr. Okay, ich fange mal wieder rechts an. Ah, ja.
Das ist ätzend. Das ist ätzend. Und jetzt, wenn es wirklich mies läuft, dann teilt sich der rechte Gang nochmal in zwei auf. Oh. Nein, ich möchte fliegen. Dankeschön. Bitte. Danke. Aber wenn ich jetzt hier wirklich falsch laufe, dann lade ich auch den Safe State, damit ich direkt wieder am Anfang bin. Sonst ist das einfach viel zu umständlich. Na gut, der Weg geht noch. Ist noch nicht allzu schwierig. Ah, der war richtig. Klar, Gas, ich komme. Kuckuck. Da bin ich. Gut, Klagers Strategie ist auch gleich. Versucht es nochmal anzugreifen. Entweder macht er Stein oder Gift oder schlaft, dann komme ich auch auf jeden Fall, also egal was er macht. Schlaf. Funktioniert nicht, Kleiner. Gott sei Dank. Gut, und jetzt machen wir einfach mal Apatron. Die Miss. Ja, Miss Merging, sagen wir mal. Nee, Apatron, nicht Pen. Der pennt ja cool. Einfach hingelegt. Gift. Und Stein. Das ist natürlich eine fiese Kombi. Die ist Gott sei Dank am Ende des Kampfes weg. Aber jetzt nicht. Also, Triple K.O. an Klagers ist immer geil. Weil das wirklich das Schwierigste ist. Neben Kolner, weil Kolner halt Instant Death macht. Oh, ein Klagers-Fell, nice. Und dieses Klagers wirklich alle Statusveränderungen drauf hat, ne? Okay, gucken wir uns den nächsten Korridor noch kurz an. Feuer ist das Gebot der Stunde. Gut, und dann mache ich hier offscreen weiter. Schneidet euch wieder rein, wenn es was Gutes gibt. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder bei einem weiteren Paladiade-Kuhn. Wir sind im Korridor. Wir sind hier im Korridor 65. Ich hoffe, dass wir spätestens in der nächsten Woche den 100er knacken. Ja, mit Sicherheit. Und dann sehen wir weiter. Huch. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.